Herzlich willkommen bei Coden mit Exoten. Es freut mich sehr, dass doch einige den Weg in den Tanzsaal gefunden haben. Und ich möchte jetzt auch keine großen Reden schwingen, sondern ich begrüße ganz herzlich Shana Marinic und Mario Spuler vom Verein Echtzeit Digitale Kultur, die uns jetzt ein bisschen auf eine Zeitreise von 40 Jahren Demoszene mitnehmen werden. Und ja, ich übergebe euch das Wort. Moin. Ja, freut uns, dass doch noch so eine ganze Handvoll Leute nicht zum zu den ganzen KI-Talks gegangen sind, sondern sich noch für handgemachte Computerkunst interessieren. Dankeschön. War so ein bisschen eine Sorge. Ja, ganz kurze Warnung. Demoszene, immer flackernde Lichter. Sollten wir irgendjemanden mit fotosensitiver Epilepsie im Raum haben? Wir waren ein bisschen vorsichtig bei der Auswahl, aber wir können immer nichts garantieren. Also sollte jemand Probleme haben mit Lichtreflexen, eventuell vielleicht lieber online später gucken. Ja. Jo, wir sind Echtzeit Digitale Kultur. Jetzt gehe ich immer mal ein bisschen beiseite. Wir sind einer der größten Vereine rund um digitale Kultur, Kunst und Kultur in der Schweiz. Wir veranstalten Demo-Partys, kommen wir gleich noch zu, Hangouts, teilweise Workshops, Weiterbildungen. Mein Name ist Shana, ich bin hier zusammen mit Mario, besser bekannt in der Szene als Psycon, und wir sind Demoszene. Ja, da reden wir kurz drüber, was das ist. Jawohl, so, jetzt wieder hier. Und zwar, wir reden nicht über Politik, für den Fall, dass hier noch im Raum ein paar Leute gibt, die dachten, yeah! Schwarzer Block. Nee, tatsächlich hat es damit gar nichts zu tun. Es geht darum, seit jetzt mittlerweile 40 Jahren setzen wir uns oder demonstrieren unsere Fähigkeiten am Computer, die Fähigkeiten des Computers. Wir zeigen auch, was der eigentlich alles kann, weil teilweise berüchtigtermaßen selbst die Hersteller sich manchmal denken, oh, hoppala. Das sind dann so echtzeitgerenderte Computeranimationen, denke ich, können sich die meisten schon was darunter vorstellen. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Musikvideo. Hier sehen wir gerade ein Bild aus einem Intro, 4 Kilobyte nur groß, das für richtig dicke Grafikkarten gemacht wurde, gerade für unsere Veranstaltung, die wir machen hier in der Schweiz, die Mountain Bytes. Und da zeigen wir, was wir können. Und das tun wir gegenseitig auf solchen Computerkunstwettbewerben, die wir Demo-Partys nennen. Da treffen wir uns 3 Tage lang, ähnlich wie hier, treten alle in den Kategorien gegeneinander an und gucken, wer das allerbeste Demo macht, wer ja, da entweder am technisch versiertesten ist oder tatsächlich auch einfach die beste Idee hat. Wir sind außerdem ganz, ganz frisch seit letztem Jahr das allererste digitale Kulturerbe der Schweiz, vom Bundesamt für Kultur anerkannt, genauso wie ein Dankeschön. Genauso wie in 5 anderen Ländern, Finnland, Deutschland, Niederlande, Polen. Und ich vergesse jemanden und ich schuld euch dann ein Bier, wenn ihr das hinterher guckt, sorry. Genau, aber wir sollen ja jetzt nicht ewig labern, wir wollen ja hier ein bisschen Demos gucken, ne? Wir haben euch dieses Jahr ein bisschen was Besonderes mitgebracht. Wir durften ja schon mal vor 2 Jahren hier sein. Wir gucken uns heute wirklich mal ungewöhnliche Demos an. Nicht auf dem PC oder auf dem Amiga oder C64, sondern bei dem Leute tatsächlich auch noch ein bisschen selber löten durften. Und da übergebe ich dann jetzt auch schon an Psycon, der euch ein bisschen mehr schon über den ersten Beitrag erzählt. Genau. Ja, das Erste, was wir uns angucken können, ist eine Produktion mit einem netten Titel von 20 Years of Teletext von der Gruppe ATW. Und ich springe auch gleich sehr direkt ins Video rein, aber ja, wie es der Name sagt, was wir gerade sehen, ist reines Teletext. Ah ja, vorher, was ich noch vergessen habe zu sagen, ihr seht die QR-Codes, da sind die Write-Ups, GitHub-Links etc. direkt hinterlegt für euch. Könnt ihr euch abscannen. Genau, ich sage auch noch ein paar Sachen dazu, aber die Macher haben da auch schon sehr schöne Write-Ups gemacht, die ihr darauf findet, dass, genau, wenn ihr da mehr Einblick haben wollt. Aber schauen wir erstmal. Ja.
nochmal kurz rekapitulieren. Das Ganze, was wir gesehen haben, das Programm läuft auf einem Raspberry Pi. Der ist angeschlossen über den analogen Video-Out des Raspberries an einen CRT-Monitor und dann gefilmt. Und ja, das ist genau das Gleiche, wie wenn ihr unter früher oder wer weiß auch noch heute den Teletext-Button auf der Fernbedienung vom Fernseher drückt und da neue Sportmeldungen und Nummern für teure Telefongespräche ansehen könnt. Das Ganze funktioniert, weil das Teletext-Signal ist ein effektiver Bestandteil von diesem Fernsehsignal. Das ist ein ganz kleiner Teil Daten, der mit dem Bild übertragen wird, außerhalb dessen, was man sieht. Und was ich immer da so ganz beachtlich finde, ist, das Ganze, mit dem man arbeiten kann, weswegen Teletext normalerweise so aussieht, wie man es kennt, ist, dass man eigentlich eine Fläche von 40 mal 24 Textcharakteren hat. Das ist auch das, was übertragen wird. Das sind die Informationen dazu, welche von diesen Zeichen angezeigt werden sollen. Um jetzt sowas, wie wir hier gesehen haben, damit übermitteln zu können, braucht es eine ganze Menge Überlegung dazu, wie ich jetzt mit diesen paar Sonderzeichen und auch mit ein paar Kontrollcharakteren mich machen kann, um beispielsweise die Hintergrundfarbe von der Zeile zu ändern oder den letzten Charakter zu wiederholen, dass ich das mitschicke. Und ist in dem Sinne, mal ganz abgesehen von dem ganzen natürlich Programmcode, der die Animation erzeugt, dann noch immer dieses Puzzle, wie setze ich das um in diese doch sehr kleinen Informationsgehalte, der übermittelt wird, um dann das Teletextbild anzuzeigen. Ja, und wenn man den entsprechenden Chip hat, dann geht das auch mit 25 Bildern pro Sekunde. Damit kommen wir zum nächsten, zu unseren Paramedics. Ich gehe ein bisschen beiseite, dann seht ihr nämlich schon, was jetzt kommt. Gibt endlich LED-Screen-Gebastel, da sind alle ganz große Fans von. Wer war in den letzten Jahren mal, gerade vor allem in den englischsprachigen Ländern, die guten Apothekenzeichen, die ihr da mal habt, die irrsinnig blinkern wie verrückt. Gucken wir doch mal auf, was für Ideen die Demoszene da kommen. Und? Ich bin gleich soweit. Jojo. Nehmen Sie sich Zeit. So. 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 Da, komm. Das ist jetzt. Ah, overengineerte Toolchain ist alles. Ja, genau. So. Ja, ist noch laufen. Jetzt. Ah, sorry. Let's get it.
Genau. Was wir da jetzt gerade gesehen haben, ist ursprünglich entstanden aus so einer Diskussion, damals noch auf Twitter und teilweise auf TikTok, vor allem von VJs, die irgendwie Bock hatten, damit was zu machen. Natürlich der erste Demoszener stolpert drüber und sagt, ja, das geht auch real-time. Daraufhin hat sich die Gruppe angeschaut, okay, wie viel kostet denn so ein Pharmacy Sign, so ein genutztes? Also $2000. Okay, aber zum Glück hatten die Damen und Herren damals einige LED-Paneele zu Hause rumliegen, wie man das ja so hat, ne? Und haben die dann zusammengebaut, ist sehr, sehr schön beschrieben im Write-up, was man noch alles berücksichtigen musste und verstärken musste, damit das funktioniert und trotzdem noch halbwegs, wie handelsüblich auf der Straße zu sehen, immer noch limitiert ist für uns. Raspberry Pi hat es mal wieder möglich gemacht, ist mit dem Raspberry 3, aber Zeichens des hauptsächlichen Coders geht es tatsächlich mit allen Raspberry-Typen. Auch noch, vielleicht ganz interessant dazu zu erzählen, er dachte sich, ja klar, da habe ich ein Raspberry da dran und dann mach ich da mit OpenGL, können wir da die Grafiken, für die Leute im Raum, die sich damit auskennen, können wir mit OpenGL die Grafiken reinkriegen und dann ist das ja alles kein Problem. Nachdem er dann mehrere Wochen sich daran die Finger gebrochen hat, hat er entschieden, dass es einfacher ist, dafür eine eigene 3D-Graphics-Engine zu bauen. Gasman, wie er selber sagt, es ist kein Unity, es ist kein Unreal, aber good enough, ne? Oder? Genau, also eben wieder wunderschön, wahnsinnige Idee. Natürlich hat die Gruppe dazu dann auch noch diverse andere Demoscene-Memes und Demos geportet. Findet man dann auch alles im Write-up mit drin. Wer sich auch noch diverse andere olle Demos auf einem Apothekenschild angucken möchte. Damit übergebe ich wieder an Mario. Ja, vom letzten Marketing-Schrei ein paar Jahre zurück zu 1981. Wir sind gerade mal mit dem Creme de la Creme der Heimcomputerausstattung aus dem Jahr, mitunter auch noch so machen kann. Das Ganze hat auch eine Einleitung gesprochen, das ist ein bisschen erklärt, was wahrscheinlich auch ganz gut ist. Die ist auf Englisch, einfach nur zur Vorwarnung. Ich gehe dann auch noch mal ein bisschen darauf hinein, aber ich glaube, man kann auch schon ganz okay dann abschätzen, worum es geht. My name is Matthias Kramm, you may also know me as Quiz of Reflex, and this is a standard C64 computer setup. Monitor, floppy drive, and main computer. I'm now going to remove one of these components and then play a demo on what is left. As you can see, I've already loaded a program. And the program didn't do anything except install a driver on the floppy drive. We can now remove the C64 since we don't need it anymore. This leaves us with a video cable and a serial cable. Our floppy drive has two output lines, data and clock. We want clock directly connected to the video signal, and we'll put a resistor before data. This enables us to generate three voltage levels, one for black, one for white, and one for triggering horizontal and vertical retraces. You may have noticed that we're not connecting anything to the monitor's audio input since, of course, the floppy drive is perfectly capable of generating sound all by itself. And now we just have to open and then close the floppy drive to start the demo. Thank you.
das war jetzt Freespin von Reflex. Es ist ganz schön zu zeigen, wenn man mal ein bisschen paar Leute beeindrucken will mit Programmcode, am besten ein Programm schreiben, das dann läuft, wenn man den Computer ausgemacht hat. Wenn nochmal zur Wiederholung von dem, was man auch so ein bisschen im Intro gesehen hat, dass ja grundsätzlich ist es auch eine sehr interessante Konvertierung, dass ja, wir haben ein Serial-Kabel mit das ist gedacht, das digitale Daten zu übertragen, weil man auf der anderen Seite ein Kabel dieses analoges Videosignal entgegennimmt. Und funktionieren tut das Ganze am Ende dadurch, dass mit dem Verkapseln der Signale, der Kabel, man eigentlich nur über einen Serial-Port vier verschiedene Stadien senden kann oder die am anderen Ende ankommen. Und das reicht direkt, um auf so einem Monitor die Information zu sagen, da kommt jetzt ein neues Bild, die Zeile ist zu Ende, spring wieder rüber und mach jetzt hier weiß und mach schwarz. Das Programm, das dann eben auf dem Diskettenlaufwerk läuft, schaltet wirklich einfach diese Spannungen um am Ende, um das entsprechend zu generieren. Da steckt natürlich auch eine ganze Menge auch noch dahinter, muss ja auch irgendwie dann diese Effekte und Animationen und so weiter zu erzeugen. Und ich glaube, was da ganz spannend ist, man kann das auch im Write-up mal durchlesen, wie das so angegangen ist. Und dann kann man sich dabei auch immer noch denken, und jetzt macht das Ding auch noch Musik nebenbei. Das ist ganz spannend. Genau. Empfehle ich auch jedem, der mag, noch ein bisschen weiter einzusteigen. Das nächste, genau. Mal jetzt eine Schweizer Signaturkunst. Jetzt schmeißen wir den Prozessor komplett weg. Berüchtigt schon seit den frühen 2000er Jahren machen wir jedes Jahr auf unseren Demo-Partys hier in der Schweiz die Overhead-Projektor-Kompo. Ja, die Dinger jeweils durch die Stadt zu tragen, macht sehr viel Spaß. Es gibt immer große, starke Jungs aus der 7B, die einem helfen wollen im Hauptbahnhof, das Ding nur für ein paar Meter mal wieder zu tragen. Und ja, das ist jetzt ein ganz frisches Release, gerade ein Demo, das präsentiert wurde auf der Mountain Bites vor zwei Wochen. Und das gucken wir jetzt uns an von der Gruppe Lampenfieber. Minuten.
Ja, 28. bis 30. Juni, ne? Geht alle zur COSIN. Passt ja eigentlich ganz gut hierher. Außerdem, wer einen Venti entdeckt hat, darf ihn behalten. Ja, genau, das ist unsere OHP-Kompo. Ganz ohne Computer, ganz ohne Audio, ganz ohne Prozessor und macht immer noch unfassbar viel Spaß. Und man sieht, viele Leute spielen auch mit Interferenzen. Man sieht gerade, ich liebe besonders diesen Effekt, den sie da mit kleinen Reißzwecken und dass sie die Ärmchen hin und her bewegen können. Auch in der Demoszene muss man nicht der geile Übercoder sein, dass man bei uns ordentlich Spaß haben kann. Und die haben den ersten Platz gemacht. Also gilt, ja. Genau, also ganz wichtig, kommt zur COSIN. Wir sind wahrscheinlich auch da. So spät mit so einer schönen Einladung muss man das machen. Genau. Und damit übergebe ich nochmal an dich. Genau. Wir können ja nicht über Stunden weitere Sachen zeigen, auch wenn es vielleicht ganz schön wäre. Wir wollen euch aber doch noch ein paar weitere Sachen aus ein bisschen aus der Thematik auseinanderstellen. Wir haben da vorne auch noch Kärtchen, auf der QR-Code drauf ist. Da könnt ihr auch gerne einfach mitnehmen, heimnehmen, da gucken. Wir haben da noch mal ein paar Beispiele, die so ein bisschen in die Sache reingehen, eine Demo, die nur aus HTML-Slidern besteht oder die dann in Mirk-Script geschrieben ist und komplett in Mirk, also dem IRC-Client, läuft. Und noch ein paar weitere Beispiele. Oder was auch ich natürlich an den Sachen immer so ein bisschen schön finde, ist ja, dass neben all den anderen Sachen, die man vielleicht mal hier und da von der Demoszene hört, Amiga, Commodore und dann noch probieren, Programme möglichst klein zu machen und sehr impressive, natürlich auch das Element hat davon, kreativ mit dem, was man hier hat oder mitunter nicht hat oder neu hinzugibt, machen kann. Und wenn das dann am Ende bedeutet, wirklich dann die Fragen zu stellen, was geht denn eigentlich in Teletext? Kann ich all diese die netten paar Memes und Effekte, die man so kennt und haben will, geht das denn auch da? Geht das auch? Das Disk Drive hat auch einen Prozessor drin.
gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir uns da reinhängen. Genau, und da haben wir auch, dass wir da noch ein bisschen euch auch ein bisschen unterhalten durften damit. Genau, da kommen wir zu dem Punkt, gucken wir mal, was passiert, wenn. Das ist kein Bereich, in dem wir jemals Geld mitverdienen werden. Die Demoszene war schon immer aus Prinzip eher antikommerziell. Wir machen diese Veranstaltung, die kosten Geld, die Leute stecken viel, viel Arbeit rein, wir wollen sie ordentlich, respektvoll präsentieren können. Wir machen es super gerne, aber wir brauchen Hilfe. Wir laufen hier gerade parallel mit zwei Vorträgen über generative KI. Und die sind wichtig. Und ja, dieser Krieg wird die nächsten Jahre gewonnen in den Gerichtssälen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wir wollen noch da sein. Und das wird nicht einfacher. Kulturförderungen finden immer noch so Kram, der aus dem Computer kommt und dann nicht mal von Künstlern, die sich entschieden haben, tatsächlich davon zu versuchen zu leben, sondern die das als Hobby betreiben. Das sieht die Kulturförderung auch noch so und so. Wir haben da hier sehr viel Glück. Wir sind tierisch auf Spenden angewiesen. Wir freuen uns, natürlich, nachdem ihr den DigiGuess unterstützt habt, Demokratie ist noch ein bisschen wichtiger, aber wer was über hat, wer uns helfen kann, vielen, vielen Dank dafür. Das ist uns eine Riesenhilfe. Anders als Geld brauchen wir auch immer wieder Hände, helfende Hände auf unseren Veranstaltungen, genau wie hier. Jetzt gerade zum Beispiel in ein paar Wochen ist die Revision Demo Party, das größte Demoszene, reine Demoszene-Event der Welt. Und unser Netzwerkteam hat gerade ganz viel Babysegen gehabt. Also es gibt hier Sys-Admins im Raum, wir freuen uns gerade sehr über freiwillige Helfer. Wir haben immer noch ein gutes Team, ihr seid nicht alleine, aber wenn jemand Lust hat, vielleicht auch die ganzen Memes dann mal zu verstehen, die jetzt gerade in diesen Demos aufgetaucht sind. Es ist eine coole Community, es macht viel Spaß. Uns ist es wichtig, das aufrechtzuerhalten, dass Leute rumexperimentieren und Schwachsinn machen können. Seien wir ehrlich, es ist Schwachsinn. Niemand wird damit jemals Geld verdienen, aber es macht Spaß. Und ne, ein Prompt eingeben macht keinen kreativen Spaß. Und genauso haben wir keinen Bock, dass unsere Kinder einfach nur auf irgendwelche Coder-Dojos gehen oder auf irgendwelche Hackathons, wo ihnen gleich schon mal beigebracht wird, dass Coden einfach nur mal lochen und crunchen heißt und im besten Falle noch prekäre Bezahlung. Und ja, da können wir als Demoszene dagegen stehen. Insofern, wenn ihr in der Lage seid, uns zu unterstützen, wir freuen uns riesig und sei es nur damit, dass ihr auf unsere Veranstaltung kommt. Wir verraten es euch jetzt schon mal, es ist ein Jahr hin, Valentinstag nächstes Jahr in Zug, auch schön mit dem oder der Liebsten. freuen wir uns sehr, wenn ihr kommt. Es ist eine wunderschöne kleine Veranstaltung. Wir geben uns auch echt Mühe, dass Leute sich willkommen fühlen, auch wenn sie noch nicht seit 20 Jahren in der Demoszene rumhängen. Wir freuen uns ja auch immer über neue Gesichter. Das sind schon eigentlich alle wichtigen Punkte, die wir für euch hatten. Da wären wir jetzt schon in dem Teil, wenn es noch Fragen gibt. Haben wir noch ein paar Minuten für Fragen. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Gibt es denn welche? Und wenn ja, dann bitte dort hinten beim Mikrofon anstehen. Dann kann man gleich mal Fragen stellen. Wenn jetzt die ganz harten Raspi-Fragen kommen, dann verweisen wir euch, wie gesagt, gerne auf die kleinen Zettelchen, die hinten liegen, wo die ganzen Write-Ups nochmal gelistet sind. Wenn jetzt noch gerade keine Fragen sind, dann gerne von mir eine Frage. Wer jetzt hier ein bisschen Demo-Luft geschnuppert hat und gerne mal mitmachen möchte, was muss man dann mitbringen, für an die Manden beizukommen, an Wissen, an keine Ahnung was? Erstmal grundsätzlich nichts. Bock. Man sollte Bock haben, ne? Ich empfehle immer, einen Laptop mitzunehmen, weil plötzlich, wir haben es auf den letzten Partys gesehen, installiert sich doch mal einer Krita und malt was. Wir haben tatsächlich auch Workshops vor Ort auf der Party. Wir haben dieses Jahr auch Kinder dabei gehabt oder jüngere, ne, Teenager dabei gehabt, die halt das allererste Mal Demo gemacht haben, obwohl sie noch nie vorher gecodet haben. Man kann tatsächlich bei uns im Workshop lernen, dafür gibt es ja heutzutage diese ganzen Tools, ne? Wie Unity, Unreal etc., mit denen du auch einfach mal eine Demo machen kannst, ohne dass du erst dir alles hardcodest. Das ist alles mittlerweile möglich. Und das erstmal anfassen, das ist ja unser Job, dass wir das ermöglichen. Also das kann man wirklich sagen inzwischen, dass natürlich die, wie tief man da jetzt rein will, das ist, da ist man inzwischen sehr frei.
wie man das gestaltet. Man hat viele unterstützende Tools, aber man kann natürlich auch, wenn jemand findet, hey, ich fühle mich mit einem Lötkolben am wohlsten und will eigentlich dann am liebsten gleich Armassembler schreiben, weil ich darauf Bock habe, dann findet man dafür genauso viel begeisterte Augen und Ohren. Ja, und auch genauso, wie gesagt, helfende Hände immer gerne. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe in 15 Jahren kein Demo gemacht. Ja, aber ich bin gut im Förderanträge ausfüllen etc. Und irgendwie braucht es das auch und darf trotzdem hier vorne stehen und keiner in der Demoszene schreit, nee, aber hätten wir nicht jemanden, der mehr kann. Also kommt vorbei, wir sind gar nicht so beängstigend, wie man das manchmal vielleicht denkt, wenn man sich dann solche durchaus auch technisch anspruchsvollen Sachen anschaut. Man darf auch einfach klatschen, darüber freuen wir uns noch viel mehr. Wir haben immer noch Zeit für Fragen. Wenn es noch Fragen gibt. Sonst machen wir auch noch ein Demo an mit PC-Intro. Jetzt guckt ihr, zeig mich an auf das Video, das ich nicht vorbereitet habe. Aber wir machen ja, also ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich bei Shana und Mario für diesen Vortrag. Und wir schauen uns jetzt einfach, wenn es geht, noch mal ein Demo an. Er guckt schockiert, aber da ist er gut drin. Das ist er gewohnt. Und sonst sind wir auch noch eine Weile da. Erzählen, Entschuldigung, wie es hier noch weitergeht. Und zwar im Anschluss gibt es um 8 Uhr das Schlusswort im Festsaal drüben. Und dann um 7:45 gibt es den Live-Netz-Podcast von der Digitalen Gesellschaft, auch im Festsaal. Die Aufnahmen dieses Talks und auch allen weiteren Talks, die gibt es dann bereits jetzt als Release auf media.ccc.de und wird auch später dann auf dem YouTube-Kanal von der Digitalen Gesellschaft und auf der Webseite winterkongress.ch verfügbar sein. Und wir arbeiten ja noch ein bisschen. So neu, ganz frisch von der Mountainbikes. Alles, genau. Ja, 4 Kilobyte Excel-Größe, nur so für die, die es interessiert. 4 Kilobyte komplette Dateigröße, aber 40, ach, der Grafikkarte, wie kann das? Na, wie kann das alles dann in Echtzeit? Das ist, was ihr auch zu sehen kriegt. Also kommt gerne vorbei, wir haben euch noch so gern da. Applaus für die beiden. Wir können auch noch 10 Demos zeigen und dann kriegen wir jedes Mal Applaus.